schau mal, ich habe mir von meinem Taschengeld einen riesen Luftballon gekauft. Cool, willst du den jetzt aufpusten? Ja. Oh Mann, geht das schwer. Das bekomme ich nicht hin. Du könntest ihn ja stattdessen mit Wasser füllen. Das geht sicher einfacher. Ein Wasserballon machen? Was für eine Idee, Anna. Das gibt einen mega Wasserballon. Mama putzt gerade das Bad. Dann befüllen wir den Ballon eben am Wasserhahn in der Küche. Cool, schau mal, wie groß der wird. Riesig. Total cool. Hoffentlich platzt er nicht hier in der Küche. Das würde Ärger mit Mama geben. Wie das wohl spritzt, wenn man ihn platzen lässt. Aber der ist zu schwer, den kann man gar nicht werfen. Wie sollen wir den nur platzen lassen? Du könntest mit einer Nadel hineinstechen. Nein, das wirkt dann, glaube ich, nicht so. Wir müssten ihn von irgendwo hinunterwerfen. Stimmt. Wir könnten ihn vielleicht aus deinem Zimmerfenster in den Garten werfen. Genau. Wir müssen ihn ganz vorsichtig die Treppe hinaufziehen. Au! Vorsicht, er könnte an der Stufe zerplatzen. Ich weiß, du musst ihn ganz langsam rollen. Gleich sind wir oben. Und wenn er jetzt in meinem Zimmer platzt, dann habe ich eine Überschwemmung. Wir müssen eben aufpassen. Pass doch auf, du hast ihn über den Elefant gerollt. Upsi, zum Glück ist nichts passiert. Jetzt auf die Fensterbank hoch. Ich bin schon gespannt, wie er platzt. So ein schöner Sommertag heute. Nicht zu heiß und kein Wind. Da lese ich meine Zeitung hier draußen im Liegestuhl. Und eins und zwei und drei. Oh nein, da unten liegt der Papa. Hilfe, was war denn das? Uiuiui. Ui, ui. Ich bin ja von oben bis unten klatschnass. Entschuldigung, Papa, wir haben nicht gesehen, dass du da unten im Liegestuhl liegst. Kinder, die Zeitung ist komplett aufgeweicht. Das kann ich jetzt gar nicht mehr lesen. Stand in der Zeitung überhaupt was Wichtiges drin? Ja, dass morgen wieder der Eiswagen in die Schule kommt. Cool, das ist immer so toll. Heute freue ich mich total auf die Schule. Heute kommt nämlich ein Eiswagen. Und wir dürfen so viel Eis essen, wie wir wollen. Und zwar kostenlos. Wow, ist das cool. Sowas gibt es bei uns im Kindergarten nicht. Ist das schade. Naja, wenn du mal in der Schule bist, erlebst du das vielleicht auch mal noch. Lena, bist du sicher, dass das Eis nichts kostet? Gebe dir sonst noch ein wenig Geld mit. Nein, Mama, ich bin mir ganz sicher. Ich muss jetzt los. Tschüss. Tschüss, Lena. Tschüss, Lena. Ach, ich hätte auch gern ein Eis. Freut ihr euch auch schon so auf den Eiswagen? Ja, klar. Dann esse ich so viel Eis, bis ich platze. Frau Bader, wann kommt denn der Eiswagen? In der großen Pause. Aber bitte kein Gedrängel am Eiswagen. Es ist dann genug für alle da. Juhu, große Pause. Jetzt gibt es Eis. Oh, der Eiswagen ist gar nicht da. Vielleicht hat er etwas Verspätung. Kommt, wir gehen mal auf den Schulhof. Irgendwie ist das schon komisch. Der Eismann hat uns wohl vergessen. Das ist ja mal richtig doof. So, noch eine Kiste Vanilleeis. Vielleicht nehme ich noch besser ein paar Löffel mit, falls jemand das Eis im Becher möchte. Oh meine Güte! Nein, mein Auto! Hilfe! Achtung! Juhu, ich rutsche! Frau Fischer, die Rutsche ist aber so hoch. Das schaffst du schon, Evi. Trau dich! Frau Fischer!
Oh meine Güte, was war das? Passen Sie doch auf, der ganze Zaun ist ja kaputt. Was? Da sitzt ja gar kein Fahrer drin. Zum Glück ist niemandem etwas passiert. Da ist gar niemand gefahren. Kinder, Kinder, oje! Ist jemandem etwas passiert? Giovanni, nein, alles in Ordnung. Nur unser Zaun ist kaputt. Puh, da bin ich ja froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Ich habe wohl vergessen, die Handbremse anzuziehen. Und dann ist der Eiswagen einfach weggerollt. Den Zaun werde ich selbstverständlich ersetzen. Mein Wagen ist zum Glück bis auf ein paar Kratzer auch nichts passiert. Wegen des Schrecks bekommt ihr jetzt erstmal alle eine kleine Portion Eis. Juhu! So, bitteschön. Gehen Sie nachher noch zur Schule? Ja, da muss ich gleich noch hin. Dann sagen Sie meiner Schwester Lena einen Gruß von mir. Ja, das werde ich machen. Ist das lecker. Ach Mann, jetzt ist die Pause gleich vorbei und der Eiswagen war nicht da. Ja. Vielen Dank für das leckere Eis, Giovanni. Gerne, Frau Fischer. Jetzt muss ich aber dringend weiter zur Schule. Die warten sich ja schon. Hey, schaut mal. Jetzt ist der Eiswagen da. Juhu! Komm, wir rennen schnell hin. Ich hätte gerne ein Schokoeis. Ja, bitte, Lena. Und noch einen schönen Gruß von deiner Schwester Anna. Hä, waren Sie auch im Kindergarten? Ja, aber eigentlich nur aus Versehen. Wir treffen Sarah, Paul, Alex und Mia im Schwimmbad. Sie müssten schon dort sein. Ah, gut. Habt ihr alles? Wir sollten lieber nicht zu spät losgehen. Ja, gehen wir. Wo ist denn Sarah? Geht einfach mal weiter. Wir werden sie bestimmt irgendwo finden. Sonnencreme ist immer so kalt. Naja, du weißt, Sonnencreme ist wichtig, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Ich sehe sie. Sie liegt dort hinter dem Pool. Hallo. Das ist schön, dass ihr heute auch da seid. Hallo Mia, gefällt es dir im Schwimmbad? Alex, dich muss ich auch noch eincremen. Doch, doch, komm mal zu mir. Ein super Platz hier im Schatten. Sarah! Halt Jungs, ohne Schwimmflügel dürft ihr nicht los. Na Mia, das ist spannend im Freibad, hier ist immer viel los. So, mit Schwimmflügeln dürft ihr allein ins Babybecken. Komm, Anna, wir ziehen uns auch mal um. Ja, dann können wir gleich mit Paul und Alex ins Wasser. Die Mia ist so süß. Ja, das ist sie. Sarah, du kannst ruhig mit deinen Jungs ins Wasser. Ich kann ja so lange auf Mia aufpassen. Okay, das wäre super. Danke. Wir kommen auch mit in den Pool. Ich kann schon einen Köpfer. Prima, toll, dass du dich traust. Mal schauen, ob ich das auch noch kann. Hat geklappt. Mia! Schau, Mia, da planschen sie alle herum. Ja, schau mal. Hallo! Lena, schau mal hinter dir. Wow, cool. Wow, das ist ja ein Wasserlaufball. Papa, meinst du, ich darf das auch machen? Du musst den Bademeister fragen. Ich weiß es nicht. Hallo, darf ich das auch schon machen? Leider nicht. Man muss mindestens 6 Jahre alt sein. Oh, schade. Darf ich auch mal in die Kugel? Ja, du kannst als Nächste. Lena ist in der Kugel drin. Achtung. Hui, ah! Oh, Lena ist ins Babybecken gerollt. Warte, Lena, ich schiebe dich wieder raus. Danke, Sarah. Uh-huh. Uh-huh.
ist lustig. Cool, ich kann mich ganz schnell drehen. Das hat Spaß gemacht. Das ist so doof, dass man hier erst ab 6 Jahren rein darf. Für uns gibt es nichts, was Spaß macht. Ich glaube, für die jüngeren Kinder gibt es dort drüben eine neue Rutsche. Hier darf man nur rutschen, wenn man hier noch drunter passt. Ich passe da drunter. Ich darf rutschen. Ich bin schon oben. Hier kommt jetzt gleich Anna vorbeigerutscht. Hui! Hui! Das ist ja wirklich die perfekte Rutsche für euch. Kann ich das mit dem Wasserlaufball auch mal ausprobieren? Ich habe das noch nie gemacht. Ja klar, können Sie gerne. Mama, Papa geht in die Kugel. Uiuiui. Ui, ui. Wow. Wow, das geht ab hier. Schaut mal, der Papa gibt ganz schön Gas mit seinem Wasserlaufball. Achtung, passen Sie auf. Ah, au, au. So, jetzt reicht's dann aber auch mal hier. Ja, mir reicht's auch, sorry. Endlich Ferien. Ich freue mich so. Ja, und ich bin froh, dass ich ein gutes Zeugnis habe. Für gute Noten bekomme ich nämlich von meiner Oma etwas Geld. Cool. Mein Papa hat gesagt, wenn ich gute Noten habe, dann gehen wir heute Nachmittag ein großes Eis essen. Ich freue mich schon. Hey, schau mal das Plakat an. Ein Meerjungfrauenwettbewerb? Ja, heute Nachmittag im Aquapark. Wollt ihr vielleicht einen Flyer mitnehmen? Oh ja, gerne. Danke. Lena, da müssen wir unbedingt mitmachen. Schau mal, man muss mit Meerjungfrauenflosse schwimmen, nach Muscheln tauchen. Und außerdem wird die Verkleidung bewertet. Wir haben doch beide eine Meerjungfrauenflosse. Ja, aber ich wollte doch mit Papa Eis essen gehen. Ihr könnt das Eis doch auch im Schwimmbad essen. Alleine will ich nicht mitmachen. Das macht dann keinen Spaß. Außerdem gibt es viele tolle Preise zu gewinnen. Stimmt, du hast recht. Dann müssen wir uns aber gleich nach dem Mittagessen treffen, damit wir uns noch um unsere Verkleidung kümmern können. Okay, ich komme dann zu dir. Ein Meerjungfrauenwettbewerb. Ja, Mama, Lisa und ich wollen unbedingt mitmachen. Papa, können wir das Eis vielleicht im Schwimmbad essen? Klar, das können wir machen. Kann ich beim Wettbewerb auch mitmachen? Man muss mit Flosse schwimmen und tauchen. Oh, das kann ich leider nicht. Aber darf ich meine Flosse auch so anziehen? Natürlich, die nehmen wir mit. Das ist Lisa. Wir müssen noch etwas für unsere Verkleidung basteln. Hallo. 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 Hallo, Lisa. Komm, wir gehen gleich in mein Zimmer. Wie könnten wir uns denn von den anderen Meerjungfrauen unterscheiden? Wir könnten uns einen besonderen Haarschmuck basteln. Gute Idee. Ich habe nämlich vom letzten Strandurlaub noch ein paar Muscheln. Die könnten wir an einem Haarband befestigen. Ja, das passt. Schau mal, und ich habe noch diesen Stern. Das sieht doch aus wie ein Seestern, oder? Wie sehen wir aus, Mama? Toll seht ihr aus. Wir sollten jetzt allerdings langsam los, sonst verpasst ihr noch den Wettbewerb. Hier ist ja schon richtig was los. Ja, aber der Wettbewerb hat noch nicht angefangen. Alles klar, ich habe euch angemeldet. Komm, los! Was wollt ihr denn noch hier? Es sind schon genug Teilnehmer da. Das hast du doch nicht zu bestimmen. Hier kann jeder mitmachen. Naja, mit eurer Verkleidung gewinnt ihr ja sowieso nicht. Ich habe mir extra die Haare lila gefärbt, damit ich wie eine echte Meerjungfrau aussehe. Wie ist die denn drauf? Die hält sich wohl für etwas ganz Besonderes.
Liebe Meerjungfrauen, wir starten jetzt mit dem Wettbewerb. Wir prämieren heute die schönste und schnellste Meerjungfrau. Eure erste Aufgabe ist es, so schnell wie möglich durch diesen Pool zu schwimmen. Wir beginnen mit der Startnummer 1. Bitte hört auf mein Startzeichen. Auf die Plätze, fertig, los! Super! Los! Gut, wunderbar! Cool! Lena! Lena! Los! Eine sehr gute Zeit! Boah, geschafft! Die schnellste beim Schwimmen war Lena vor Lisa und Rosabella. Als nächstes müsst ihr so schnell wie möglich nach 3 Muscheln im Pool tauchen. Los geht's! Oh, ich muss dringend aufs Klo. Dann geh doch noch schnell. Bis du drankommst, dauert es noch. Bis gleich. Ich zieh schnell meine Sachen aus. Ich werde gewinnen. Ihr werdet schon sehen. Ah, was liegt denn hier? Das hat keiner gesehen. Wo ist meine Flosse? Das gibt es doch nicht. Ich habe sie genau hier hingelegt. Meine Flosse ist weg. Was? Hey, hast du meine Flosse gesehen? Deine Flosse? Glaubst du, ich interessiere mich für deine hässliche Flosse? Garantiert hat sie sie genommen. Die lügt doch. Das sehe ich hier an. Lisa Kramer, bitte. Mist, wir sind schon dran. Mensch, ich brauche doch die Flosse, sonst kann ich nicht mehr mitmachen. Lisa Kramer, bitte. Ich habe alle 3 Muscheln. Prima, sehr gut gemacht, Lisa. Was ist los, Lena? Stimmt irgendetwas nicht? Meine Flosse ist weg. Ich leihe dir schnell meine Flosse. Zieh schnell meine Flosse an. Danke, Lisa, das ist echt nett von dir. Lena Hauser, bitte. Ich bin schon hier. Eigentlich ist mir deine Flosse etwas zu klein, aber das muss jetzt gehen. Ich hab 3 Muscheln. Gut, wunderbar. Mist. Und jetzt werden eure Kostüme bewertet. Bitte stellt euch alle hier auf. Danke, Lisa. Aber jetzt tauschen wir wieder. Und ich bin jetzt leider raus. Lena, deine Flosse! Oh, Anna, wo hast du die denn gefunden? Die lag hier im Gebüsch. Zum Glück hast du sie gefunden. Die brauche ich jetzt. Ihr seht wirklich alle toll aus. Wir haben eure Kostüme jetzt bewertet und teilen euch jetzt das Gesamtergebnis mit. Beim Wettschwimmen war Lena die schnellste. Beim Tauchen war Rosabella die Beste. Und insgesamt mit der Kostümbewertung bekam Lena die höchste Punktzahl. Toll, Lena, du hast den ersten Preis gewonnen. Oh, Wahnsinn, das ist ja super. Ich freue mich für dich. Prima, Lena. Toll, Lena. Das ist ja sowas von ärgerlich. Und auf dem 2. Platz ist Lisa Kramer. Und der 3. Platz geht an Rosabella. Herzlichen Glückwunsch! Schaut mal, was ich gewonnen habe! Ist das nicht schön? Oh ja, das ist eine sehr schöne Badetasche. Und noch einen Gutschein für einen Kindercocktail. Das habe ich auch gewonnen. Ich schenke meinen dir, Anna. Denn wenn du nicht meine Flosse gefunden hättest, hätte ich nicht gewonnen. Danke! Ihr habt euch wirklich alle toll geholfen. Das war ja richtige Teamarbeit. Dafür bekommt ihr jetzt alle ein schönes Eis von mir. Heute soll es noch mal ein richtig warmer Sommertag werden. Was meint ihr, sollen wir heute alle zusammen grillen? Oh ja, eine Poolparty machen. Ja, cool, machen wir eine Poolparty. Das finde ich auch gut. Okay, dann geht doch ihr zu Oma und Opa und den Oberwex und fragt sie, ob sie Zeit haben. Wir sind schon unterwegs.
Hallo. Habt ihr Zeit, mit uns zu grillen und eine Poolparty zu machen? Ja. Oh ja, das hört sich gut an. Wir bringen einen grünen Salat mit. Super, bis später. Hallo Oma, hallo Opa. Wir machen eine Poolparty. Kommt ihr auch? Ja, gerne. Das ist toll. Dann bringe ich einen Kartoffelsalat mit. Super, es kommen alle. Papa, es kommen alle. Und sie bringen einen Salat mit. Prima. Könnt ihr mir helfen, die Gartenmöbel aufzustellen? Jetzt brauchen wir noch zwei weitere Tische. Und dann muss ich mich auch gleich schon um das Feuer kümmern. Soll ich die Salate raustragen? Ja, gerne. Ich bin froh, wenn du mir hilfst. Wir können schon gleich die Sachen auf den Grill legen. Super. Oma und Opa kommen auch schon. Hallo Oma und Opa. Hallo, wir können schon grillen. Das duftet lecker. Ich bekomme schon richtig Hunger. Hallo. Ich dachte, es ist eine Poolparty und kein Grillfest. Na klar, nach dem Essen gehen wir sofort ins Wasser. Mama, wir könnten doch nachher ein paar Poolspiele machen. Gute Idee, da fällt uns doch bestimmt etwas Lustiges ein. Ich glaube, Rufus will auch baden. Ja, ihr könnt euch jetzt hier schon mal umziehen gehen. Ich ziehe mir jetzt auch meine Badehose an. Eine kleine Erfrischung im Pool ist jetzt genau das Richtige für mich. Ja, Paul und Alex wollen auch unbedingt ins Wasser. Ich springe jetzt in den Reifen. Naja, knapp daneben. Wer möchte eine Melonenbowle trinken? Natürlich alkoholfrei. Ihr Kinder könnt auch eine trinken. Darf ich ein Melonenstück so essen? Klar, ich schneide dir eines ab. Ja! Ja! Juhu! Ja! Ich habe Schwimmbretter mitgebracht. Vielleicht könnten wir die für einen Poolwettbewerb gebrauchen. Ja, ich kenne ein Spiel. Da muss man auf einem Schwimmbrett einen Becher vom einen Beckenrand zum anderen transportieren, ohne dass der Becher umfällt. Das ist eine gute Idee. Wir könnten doch einen Familienwettkampf daraus machen. Wir gegen Familie Overbeck. Ja! Ich würde sagen, das erste Spiel machen die Mamas. Also dann mal ins Wasser, Sarah. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hopp, 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 umgekippt. Hopp, 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 hopp. Erste gewonnen. Prima, Sarah. Wir sind in Führung. Das zweite Spiel dürfen jetzt die Kinder machen. Wettcashen. Ja! Achtung, wir lernen jetzt diese Rollen in den Pool. Welche Familie mehr davon herauscasht, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los! Ich hab schon eine. Ich hab auch eine. Ich auch. Bei mir sind ganz viele. Ich hab drei auf einmal. Oh Mann, die wollen nicht. Ich hab das ganze Netz voll. Jetzt komme ich hier rüber. Da sind noch so viele. Fertig, es sind alle draußen. Prima, dieses Mal hat Familie Hauser gewonnen. Euer Haufen ist eindeutig größer. Ja, hurra! Ausgleich. Und zum Schluss machen wir noch Tauziehen. Dieses Spiel entscheidet dann, wer gewinnt. Familie gegen Familie. Oh wei, oh wei. Und los! Ziehen! Hopp, 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 hopp. Hau ruck, hau ruck, hau ruck, hau ruck. Gleich haben wir sie. Wow, ich rutsche gleich ab. Hopp, hopp, hopp. Und jetzt nochmal ziehen. Oh nein, passt auf. Zieht mit voller Kraft. Hau ruck, hau ruck. Jetzt, hau ruck. Sarah, jetzt zieh nochmal kräftig. Ja.
Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr unseren Kanal abonniert und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!